So, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Herzlich willkommen heute zu einem erneuten Real-Life-Video. Ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Alle Abonnenten hier begrüße ich ganz herzlich. Ja, dass euch meine Real-Life-Videos so gut gefallen, hätte ich so nicht gedacht. In meinem letzten Real-Life-Video habe ich ja erzählt über Vodafone, über meine Geldprobleme. Und aus diesem Grund besitze ich auch noch nicht dieses Profi-Equipment wie ein großer YouTuber. Und ja, euch scheint es irgendwie nicht zu stören, das finde ich toll. Aber ich werde mir auch keine neue Kamera kaufen, weil ich einfach kein Geld habe. Ja, Geld, daraus mache ich mir nichts. Im Leben geht es nicht um Geld, da geht es um Gefühle, um Familie, das ist wichtig. Aber jetzt wollen wir hier nicht abdriften. Los geht's mit meinen absoluten Lieblingsspielen. Spiele, die aber wirklich. Die empfehle ich euch. Passt mal auf, warte mal, ich hole mal schnell die Spiele. So, jetzt wartet mal. Ups, da bin ich schon wieder ins Bild gehuscht. Ich, Alter, ich bin alt geworden. So, ja, mein erstes Spiel, ich denke mal, das sagt jedem etwas. Das ist The Elder Scrolls Skyrim. Da ist man in einer riesigen Landschaft virtuell, zwar nicht so groß wie GTA 5, aber dort kann man ganz viele Missionen erleben und Quests und man muss irgendwie die Drachenplage so beseitigen. Man geht in die Rolle von einem Krieger, ja, vom Drachenblut, ja, und so weiter. Ganz tolles Spiel, tolle Grafik. Auf der PS3 finde ich es nicht so toll. Man sollte dieses Spiel tatsächlich nur auf ein PC spielen, das ist meine Meinung. Wie seht ihr das? Findet ihr auch, dass Skyrim auf dem PC gehört? Technisch, also grafisch, ist auf der PS3 miserabel. Zweiter Tipp: Far Cry 2. Nicht die Dreier-Version, sondern die Zweier-Version. Ich finde Far Cry 2 besser als Far Cry 3. Eine Hammer-Grafik für das Alter. Ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist. Ich glaube 2008. 2008 hat eine bessere Grafik als GTA 5. Hat eine bessere Grafik als Red Dead Redemption und hat ja sogar teilweise bessere Grafik als Skyrim auf dem PC. Und das noch auf der PS3 oder auf der Xbox. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Xbox auch gibt. Glaube aber auch. Far Cry 2, mein Geheimtipp, mein absoluter Geheimtipp. Toll, es hat Macken, klar, man muss so viel sich bewegen, aber egal. Drittes Testobjekt hier, der Landwirtschaftssimulator. Alter, ich dachte immer, man muss besoffen sein, bevor man dieses Spiel spielt. Aber wenn man sich mal ein bisschen reinarbeitet, dann macht dieses Spiel richtig Spaß. Felder bestellen, so immer größer werden, immer mehr Geld verdienen. Das ist toll. Landwirtschaftssimulator. Alter, das muss auf Platz 1. Kauft es euch einfach mal. Teuer ist es nicht. Es hat viele Schwächen, aber auch viele Stärken. Und da könnt ihr alles machen hier. 100 originalgetreue Fahrzeuge. Einfach mal ein bisschen rumfahren, rein auf GTA machen. Macht Spaß. Und Multiplayer gibt es auch noch. So, das macht immer Spaß. Ja, was ist euer absolutes Lieblingsspiel? Ich würde es gerne mal so wissen von euch. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.